Hallo und willkommen zurück zu Atelier Sophie 2. Ja, liebe Leute, also wer zu den Leuten gehört, die sich halt einfach lieber eine Pizza in den Backofen schieben, als selbst was zu kochen, möglicherweise ist es dann angeraten, diese Folge hier zu skippen, denn es steht eine Menge Arbeit an. Alchemie ist eine Menge Arbeit. Man kann das Spiel ja auf zwei verschiedene Arten spielen. Entweder man stellt es auf leicht, dann muss man sich um die Alchemie nicht großartig kümmern, dann muss man einfach nur ein paar Zutaten in den Kessel schmeißen und der Rest passiert eigentlich von selbst. Die Kämpfe sind nicht schwierig, man erlebt halt eine Story. Das ist also das Lesen eines Buches. Und das kann unheimlich viel Spaß machen. Mir macht es mehr Spaß, mir die Alchemie zu erarbeiten auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, auch wenn ich dann manchmal ein bisschen fluche und sage, ah, jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich jenes noch machen. Aber es gehört eben dazu. Und ja, heute gehört dazu, dass wir ein paar Quests erledigen. Wir haben noch mindestens eine EX-Quest. Und ich will gerade die Stimmen dafür noch mal eben wieder lauter stellen. Denn wir gehen erstmal so ein bisschen auf Reise. So. Und werden versuchen, dieses EX-Monster zu bekämpfen und dabei ein bisschen sammeln gehen. Ich denke, Hauptaufgabe heute ist, sammeln zu gehen. So, hier ist ein gefährliches Monster, zum Beispiel Illusion Veil, da kommen wir nicht ran. Aber hier hatte ich eine Quest angenommen. Hab mir das Monster Star Jumper aber noch gar nicht angeguckt. Ich denke, wir starten hier einfach mal und gucken. Kann natürlich auch sein, dass es da unten im Feld ist, wo wir noch nicht hinkommen. Schauen wir mal. Sehen wir das hier auf der Map? Ah, da oben ist es. Ja. Ich gehe trotzdem vorbei. Vielleicht können wir mit unserer neuen Spitzhacke und mit unserer neuen Sichel auch irgendwelche neuen Sachen finden. Hier, nee, das ist Stab. Aber es ist trotzdem was Neues, oder? Nee, Pomme de Kiefer hatten wir schon. Also. Hier noch was Neues? Nee, da. Ja, das ist mit der neuen Sichel, aber keine neuen Zutaten. Da ist noch eine weiße Blume. Also die weiße Blume hatten wir vorher auch schon, aber vielleicht ist die jetzt mit besserer Qualität oder so. Wir haben vier Versuche. Ach so, das ist ja genial. So, einen haben wir noch und dann nehme ich bisschen bessere Qualität. So, da oben ist noch ein Spezialsammelteil. Ah, da haben wir die dritte Geschichte, können wir noch nicht abernten mit unserem Schmetterlingsnetz. Da war die Geschichte. Ja, ich gehe trotzdem hier auch mal normale Kartoffeln sammeln. Ja, leider verklickt. Achso, hier noch was Neues. Das ist ein Stab, okay. Oh ja. Das ist unser Riesenkaninchen. Mal sehen. Genau, Grolle hießen die Monster, ja.
Wieder Resist gegen alles Mögliche mit Items ist okay. Hier kann ich ruhig Items ausgeben, also es wird ein schwieriger Kampf, gehe ich mal von aus. Ja, wegen den negativen Statuseffekten. Ich weiß gar nicht, halten die Statuseffekte auch, wenn die Aura noch da ist? Ein Aura-Damage, nur das ist schwach. Mal gucken. Auch nur ein Aura-Damage und jetzt mal eben sehen. Ne, negative Statuseffekte wirken gar nicht, wenn Aura da ist. Alles klar, muss ich mir mal merken. Ja, dann vielleicht kann Diebold mehr Damage machen. Furchtbar. Dann mach Burning Rod, weil es so billig ist. Und du... Ja, mach ein Double Sweep, weil es billig ist. Okay, die Bot macht zumindest 3 Aura Damage. Und Olias... Also mit Magie muss ich hier gar nicht kommen. Ja, Craft, okay. Also mit Magie sei ich mit Items muss ich nicht kommen. Oh, und doch, ein Debuff hat gegriffen. Also Debuffs gehen auch mit Aura. Speed-Debuff für uns, dafür ist das Monster direkt nochmal dran. Erst Kälte, dann Hitze. Und danach macht es schon direkt so einen Mega-Angriff gleich. Das wird ja ein Spaß. Und wir können keine Twin-Action machen. Jo. Soll ich tun? Heilung für Alet versuche ich einfach mal. Ich weiß nicht, ob es hilft. Meteor herbeirufen und... Okay, Alet hat es überlebt. Jetzt heilt er sich nochmal für 700, das ist mir egal, weil die Aura ist ja ohnehin noch da. Noch 7 Punkte Aura. Ja, dann holen wir Sophie mal wieder dazu, denn das Gottesgift war ganz erfolgreich. So, danach 3 Punkte Aura und ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis er sich die Aura wieder neu zaubert. Tja. Dann machen wir es mal so. Auch leider nur ein Aura-Damage. Bisher habe ich erst 2 Aktionen gefunden, die mehr als ein Aura-Damage machen. Alet, das wäre nicht so gut. Olias muss mal helfen. So, Aura ist platt. Alle Hitpoints restaurieren und Debuffs entfernen und K.O. und so weiter. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht jetzt.
Weil bis wir das alles sonst geheilt haben, es dauert zu lange und diesen Speed-Debuff, 4 Stufen Speed-Debuff, das schadet uns so stark. So. Jetzt wo er gestunt ist, ist er natürlich ein bisschen empfindlich, oder? Eigentlich auch nicht, nee. Okay, aber ordentlich Damage zumindest. So, da habe ich keine Twin Action mehr. Das andere bringt alles nichts. Wir müssen mal dasselbe nehmen. Achso, ich habe übrigens gar nicht aufs Wetter geachtet die ganze Zeit, ne? Guck mal, da ist jetzt gar nicht resistent gegen, dann machen wir das mal. Okay, und da kommt schon wieder der nächste Mega-Angriff in Vorbereitung. Twin Action geht nicht. Dann mach doch auch noch mal. Nee, du machst mal Heilung für Sophie. Nicht, dass die uns noch einen Latschen kippt. Tja, du müsstest eigentlich heilen. Du konntest doch heilen, ne? Aber es war so ganz wenig nur, ne? Und das lohnt sich nur, wenn man auch einen Debuff entfernen will. Also machen wir Item. Hast du auch nichts Normales zum Heilen? Ne, okay, dann mach mit Twin Action bitte. Machen wir nochmal so eine Bombe. Machen nochmal God's Gift. Dann kann Olias sich nämlich selber heilen. Twin Action geht nicht. Ikazuchi no Ken.
Das ist neu. Okay, jetzt müssen wir ihn langsam mal platt kriegen hier. Gottsgift geht nicht mehr, schon leer. Dann eben so rum. Ah, das ist vulnerable, dann mache ich jetzt keine Heilung. Komm, ich vertraue drauf, dass wir das jetzt nochmal überleben. So, 1000! Sehr gut. Und er heilt sich für 700, oder? Ja, ist okay. Gleich ist auch der Superangriff von mir wieder aufgeladen. Aber den brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Der hat einen Buff, ja, der hat einen Buff. Das haben wir ihn auf unter 1000. Ich mach das jetzt ohne den Superangriff, oder? Komm. Ah, das ist das Wunder wieder. Und das andere ist ja resistent. Ne, dann lassen wir das. Ja, dann lassen wir das halt. Ne, wir hatten noch 1300, okay. Oh, Plachter, das war's für sie. Nee, ein Hitpoint hat's noch, okay. Wunderbar. Das war's. Wunderbar. Einmal Kopf tätscheln zur Belohnung. Ja, geldtechnisch hat es sich überhaupt nicht gelohnt. Erfahrungspunkte waren okay. Das Wichtige ist ja, dass wir das Zertifikat bekommen, was wir gegen super Items eintauschen können. Und ich guck mal einmal kurz das Gebiet hier zu Ende durch. Dann gehen wir die Quest abgeben. Und dann gucken wir nochmal in andere Gebiete, was wir jetzt bessere Sachen noch sammeln können. Na komm, dann machen wir noch einmal Baumwolle hier. So.
Bunny of Destruction ist erledigt. Und wir hatten hier noch was, was wir direkt abgeben können. Flame Emperor Dust, ja wunderbar. Ist alles der gleiche, naja. Big Tree Soldier. Octoshroom müssen wir sowieso besiegen für die andere Quest. Ein Regenbogen-Puni. Das ist dann schon ein S-Auftrag, okay. Und Demonic Wing, ein neuer EX-Auftrag, okay. Regenbogen-Puni fühle ich mich noch nicht ganz bereit, ehrlich gesagt. Noch ein EX-Auftrag, Count Filas. Okay. Das können wir abgeben. Mal abgeben. Okay, dann würde ich sagen, machen wir direkt noch so einen X-Auftrag. Bevor ich mir hier Belohnung abhole. Es scheint in jedem Gebiet eine Sache zu geben, oder? So, und hier haben wir den. Demonic Wing. Wo wird er sein? Bei Regen oder bei Schnee? Was ist wahrscheinlicher? Da unten. Schon bei Regen, aber kommen wir jetzt schlecht hin. Wetter ist ihm egal, alles klar. Das ist nichts, was ich sammeln kann, also nichts Neues. Hier ist noch eine besondere Sammelstelle, die nehme ich nochmal mit. Obwohl, nee, ist auch egal. Komm, vergiss es. Wir machen jetzt das Federvieh platt. Hoffentlich. So, wie viele Hitpoints hat er? 12.000 und Wetter, er mag keinen Schnee, würde ich daraus mal deuten. Ja, er hat deshalb auch minus 69 Attack. Ist also gut. Jetzt im Moment das Wetter. Was ist, wenn ich jetzt direkt mit einem Superangriff anfange? Wie viel Aura macht das kaputt? Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Und ich bin verletzt? Ich war nicht im Atelier. Och nö. Ja. Das bringt doch jetzt gar nichts. Ich habe ja auch keine Items in so und so dabei. Okay, ich versuch's dann mal. Oh, erstmal das Mysterious Miracle. Ah. Kann man es abbrechen? Ja, kann man. Theoretisch. Wenn man den richtigen Knopf drückt. Fliehen kann ich, oder kann ich fliehen? Ja. Genau, dann muss ich nochmal eben kurz ins Atelier. Sorry, Leute. Ja, ich war ja nur Quest abgeben. Und die Rechnung 6.500 muss ich noch bezahlen, alles klar.
So gesehen ist es dann auch ganz schön teuer. Diese X-Quest kostet mich ganz schön viel Geld, dafür bekomme ich ja dann Zutaten. Aber im Endeffekt sind die Zutaten dann halt sehr, sehr teuer. So, Spezialzutaten, also es ist teurer, als um mal einkaufen zu gehen. Aber gut. Ist natürlich auch für Ruhm und Ehre. So, dann versuchen wir mal. Smarlet. Okay, ist nicht gegen was immun direkt. Sogar empfindlich gegen Blitzbombe, das ist super praktisch. Es scheint leichter zu werden als der andere Kampf. 3 Aura Damage und jetzt erwarte ich nochmal wieder 3. Sehr schön. Dann nehmen wir Olias noch mit, weil der auch Blitzbomben hat. Aber hier nochmal Kriech, Blitzbombe und normale Blitzbombe. Da paralysiert. So, da waren schon 12 Damage. Dann nehme ich jetzt dich nochmal wieder mit rein. Ich bin jetzt ein bisschen sparsamer. So. So. Okay, das macht nur ein Aura-Damage, ist zu erwarten gewesen. Und das hier macht trotzdem 3. Also die Bombe war dann günstig, um Aura kaputt zu machen. Besser als so eine Kriech-Like-Bombe. Die kostet ja bestimmt direkt wieder ein Tausender, wenn wir die ersetzen wollen. Oh, jetzt hält das aus. Oh, ist dreimal dran. Okay, schon ein bisschen knapper. Dann kommt noch der Angriff dazu. 4 Angriffe, 5 Angriffe jetzt. Und das hat Olias denn doch nicht überlebt. 6 Angriffe. Das hat dann auch Alep nicht überlebt. Ja, das ist schwierig jetzt, ne? Ich nehme dich mal rein. Du kannst wiederbeleben. Bin ich vielleicht sogar schon in so einer Heilschleife. Jetzt brauche ich erstmal Züge, um wieder zu beleben. Wenn er gleich wieder 6-mal dran ist, habe ich gar keine Chance, den Kampf zu gewinnen. Aber schauen wir mal. Du kannst auch wieder beleben. Die wollen uns schützen. Okay, alle haben es überlebt. Ist noch ein zweites Mal dran. Dadurch hat er irgendwie Aura Damage bekommen. Okay, das ist jetzt gestunt, aber ist nur für eine Sekunde gestunt, für eine Aktion. Das ist super scheiße. Da können wir das Stunning überhaupt nicht richtig ausnutzen. Und wir kriegen gleich schon wieder Damage, sehe ich. Oh, furchtbar. Aber ich muss jetzt angreifen. Mit Twin Actions hat das überhaupt keinen Nährwert. Und zwar so hart es geht. Mach du die Eisbombe und du dann die Blitzbombe. Ne, warte mal. Waren das die gleichen? Ja, Wirbel-Eisbombe. Ich Blitzbombe, du hast auch Wirbel-Eisbombe. Okay. Achso, hat er das Wetter umgestellt? Habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet.
Okay, und er ist auch nicht direkt wieder dran. Er ist nur nicht mehr gestunt. Ich würde ja gerne die 60% wieder auf 100% bringen. Um uns dann wieder alle schön zu heilen. Aber ich weiß nicht, ob das einfach geht. Du kannst jetzt sowieso nicht direkt heilen. Ach doch, du könntest direkt heilen. Dann ist es vielleicht besser, dann mach du das. Du kannst nicht heilen, okay. Ja, mir gefällt das mit der Combo-Action jetzt gerade gar nicht ganz so toll. Also. Du heilst erstmal. Dich selber. So, und du machst jetzt Twin-Action mit... Ja, leider mit Plachter. Weil Oda so wenig Hitpoints hat. Und dann versuchen wir nochmal Eis und Blitz. Dann müssen wir mal gucken. Ja, Wetter ist noch. Ne, Wetter ist nicht unbedingt gut für uns. Egal, ich bleib jetzt so. Speed down, super. Paralysiert. So, die wollte wieder angegriffen werden. Das ist mir egal, dann greif halt so an. So, dann kommt schon wieder der nächste Superangriff von dem Gegner. So, Thunder Roar Vulnerable. Fast 1000, sehr gut. Das ist okay, aber jetzt kommt das Monster Fire with Moon. Wie viele Tote? Sophie hat es erstmal überlebt und sonst nicht mehr. Der Superangriff war schwächer als seine normalen Angriffe, weil die normalen Angriffe von ihm viel schneller gehen und er dann nochmal, nochmal, nochmal angreifen kann. Aber gut, ich freue mich. Dann nimmst du noch mal einen Heiltrank. Das gilt Glimmlaser empfindlich, dann macht das so. Er ist als nächstes dran. Dann kannst du dich ja quasi auswechseln mit der Twin Action mit D-Ball zusammen. Oh, nochmal eine Blitzbombe und Thunder Roar. Paralyse auf jeden Fall wieder, da ist Thunder Roar dann stärker. Könntest dich auch auswechseln? Nee, kannst du nicht. Dann heil dich, glaube ich, lieber. Wenn noch was übrig ist von dem Heiltrank. Das kommt jetzt wieder Mega-Angriff. Ja komm, Olias, du hast zwar wenig Hitpoints, aber du kannst es ganz gut blocken, glaube ich.
jetzt aber nicht mehr. Okay, der ging auch flach da. Ja, das war jetzt die dritte Aktion, jetzt kommt die vierte Aktion. Da hat er sich nur gebufft. Okay, dann kriegen wir ihn jetzt platt. Lebt noch, okay. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Ach, das ist immer von den Leuten, die einen Kombo-Angriff gemacht haben. Die haben dann immer noch eine Spezialsequenz am Ende des Kampfes. Jetzt fällt es mir erst auf. Das ist aber auch mit dem Eiskristall oder mit dem Hagelkorn, was er da noch abgekriegt hat von den Schneemännern. Und Sophie hat einen neuen Skill gelernt, allwissend. Plachta auch mit Earnest Gaze. Alet Special Gift. Und wir haben zwei feurige Federn bekommen. Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt. So, jetzt würde ich hier gerne nochmal sammeln gehen. Achso, da hatte ich schon gesagt, wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich meine Verletzungen eben heilen. Wow, die Rechnung ist ungefähr genau das, was ich noch an Barschaft hatte. Nur direkt mal Belohnung abholen. Das heißt, eine dritte EX-Quest kann ich mir jetzt auch gar nicht leisten. Dann können wir aber Sachen einkaufen gehen. So, das habe ich schon jeweils einmal. Dann nehmen wir noch einmal Zersetzend Wolf. Ach, ich weiß, was das ist. Zersetzend Wolf, natürlich. Wer weiß noch, was es ist? Das ist Wolfsbann, oder? Ein Kraut, um Wölfe abzuwehren. Abgrundschüler. Eternal Plate. Und Lindorm-Klör wird wahrscheinlich eine Lindwurmklaue sein. Tja, und mehr habe ich leider nicht. So, ich wollte aber auch noch sammeln gehen. Das heißt, in dem Gebiet, wo wir gerade waren, haben wir sogar noch Sammelquests. Aber ich muss eben sehen, dass wir möglichst die Spitzhacke nutzen und das war das andere, die Sichel, die neu sind. Eigentlich müsste ich jetzt auch bei jedem Wetter nochmal gucken, dass man so noch alles abgreifen kann. Kleid. Oh. Ja, hier ist was, also nicht was Neues, aber wir können jetzt hier eben auch Gravystones aus diesen Steinen ziehen, was wir vorher noch nicht konnten. Da haben wir die Gravystones von anderswo bekommen. So.
war das? Schrott. Ja, irgendwie in diesem Gebiet ist nicht so wahnsinnig. Ah doch, da warte, da gibt es was Tolles, oder? たっぷりなんだぜ。食えそうなのもついでに探してみるか。 随分と大量の水が必要なのだな。これで何を作るのか楽しみだ。 えい、てやん、見つけた。 Naja, guck mal die andere Sammelstelle unten noch mal eben. Ja, hier ist was mit der Sichel. Die Frösche sind für mich neu. Das hier ist auch neu. Nicht die Silberkristalle, das andere, was wir hätten looten können. Tja, das ist die Angelstelle. Ja, okay. Dann will ich jetzt hier gar nicht weitersuchen. Ich lade mal eben ab zu Hause und dann gehen wir noch an eine andere Stelle und zwar in so ein möglichst neues Gebiet. Da kommen wir schlecht hin. Weil da ja schon der Drache ist. Obwohl, kann man da noch was abgreifen? Habe ich gar nicht in Erinnerung. Wir haben ja ein bisschen geguckt und es kann sein, dass wir jetzt mit den neuen Sammelwerkzeugen hier noch besseres Loot bekommen. Und das ist ja das neueste Gebiet, da erwarte ich eben auch die besten Zutaten. Hier zum Beispiel, genau. Grim X. Ja. Achso, hier war der Angelstelle. Ja, da war glaube ich nichts Gutes. Da ist ein dickes Monster, wo ich keine Lust zu habe. Wobei, wir müssten es ausprobieren, aber vielleicht können wir ihn ja besiegen, aber nicht, wenn ich kein Geld habe, um Sachen nachzukaufen.
Dieser Einsiedler-Lotus scheint ja auch nur hier zu wachsen, deshalb nehme ich davon jetzt mal jede Menge mit. Also Hermit-Lotus. Ja, ich denke, das war's dann auch schon. Oh, warte, hier geht's auch noch weiter. Oh, noch was Neues. Art Pyrum, was auch immer das sein soll. Ach, ich brauch das nicht. Okay, dann sind wir hier durch. Noch einmal Taschen ausleeren, dann gehen wir noch einmal in die Quarz-Lapis-Höhle. Muss mal eben gucken, wie viel Platz habe ich überhaupt noch. Noch 5000, das ist sehr gut. So, und Almare Graslenze, genau, das war noch relativ neu. Ist auch ein bisschen angenehmer hier zu sammeln als in dieser Quarzhöhle. Aber also da komme ich nur so durch. Ja, will ich da jetzt rechts lang gehen? Muss mal gucken. Kann ja was Interessantes sein. Ja genau, hier waren die ganzen wertvollen Edelsteinsachen, also wertvoll auch, um daraus Sachen zu craften. Das kann ich nie genug von haben. Und hier kann man nicht weiter. Ach so, da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Wahrscheinlich muss ich da was zufrieren lassen. Wenn ich hier die Möglichkeit habe zum Frosten, dann würde ich das mal eben tun. Weil so eine Sehenswürdigkeit bringt Ability Points für einen unserer Charaktere. Und hier sind noch Sachen. Ja. Kann man mitnehmen. Ha, guck mal, war sogar noch eine Rezeptidee dabei. Da können wir jetzt den Rubin der Leidenschaft herstellen. Achso, die Sehenswürdigkeit ist dahinter. Ja, okay.
Macht aber nichts, trotzdem waren wir hier in diesem Gebiet noch nicht, meine ich. Oder? Hm, ich weiß nicht. Ne, also hier kann ich nichts machen. Ja, dann komme ich wieder hoch. Zum Glück. Dann gucke ich mir den anderen Bereich auch mal eben bei Eis an. Also den westlichen Bereich dieser Karte. So, hier ist noch was. Oh, was Neues. Guck mal. Diamanten, Edelstein. Also, ja, Gemstone. Rohdiamanten könnte man vielleicht sagen. なしないわ。木の実は素材としてだけじゃなくて、小腹が空いた時にもいいんだよね。 Na komm, einmal noch. Das ist für mich vielleicht selten so. Ich weiß nicht, das sieht wertvoller aus, aber ich nehme jetzt mal das Pulver. Island Bone Dust, ja. Klingt auf jeden Fall gesund. Salzwasser. Wer bewahrt das hier in Krügen auf? So, da haben wir letztes Mal das Sonnengesicht hier genommen. Jetzt nehmen wir mal den Schneeapfel oder wie der heißt. Ja, ich wollte den Stern haben, aber ist egal. Schneekönigin, so heißt es. Nur Magnetsteine gefunden, nicht das andere Zeug. Ups, will ja gar nicht ins Wasser. Oder bist du hier der Miniboss? Haben wir dich schon gekillt? Können wir gleich mal probieren.
Oh, nochmal die Spezialsammelstelle. Und dann nehmen wir jetzt dich nochmal. Oh ja, jetzt das andere. Komme ich da jetzt gar nicht runter? Achso, da hinten, okay. So, du hast 8500. Okay. White Warrior. Er mag Sonnenschein, aber kein Regen. Können wir das Wetter umstellen? Wieso kann ich das Wetter nicht umstellen? Sophie, ato ni tsuzuku zo. Wow, schon 12 Aura Schaden. Das war ja einfach. Bisschen sparen. Hier geht's dann nicht anders. Ja, der kann wirklich gar nichts. オリアス、背中は任せてください。逃がさきねえよ。逃がさねえ。狙い撃ちです。
So, jetzt darf er doch mal was machen. Auto-Heal, okay. Geht jetzt eh wieder nach Hause. So, Golemkern immerhin eingesammelt. Da hatte ich nicht mehr so viele von. Schon voll, guck mal an. Dann wird es ja Zeit, nach Hause zu gehen. So, Passion Ruby, also Rubin der Leidenschaft. Sind neue Aufträge verfügbar? Ja. Diamond Golem besiegen. Ja, machen wir mal. Also, weil wir den auch bisher noch gar nicht besiegt haben. Den lasse ich mal. Das kann ich so abgeben. Ja, komm. Dann packen wir die Eisbombe weg. Ich habe, glaube ich, noch Eisbomben, oder? Habe ich noch normale Eisbomben? Ich glaube ja. Boah, 265 Qualität. Ich muss eben sicherheitshalber nachgucken. Ausrüstung. Ja, hier ist noch eine Eisbombe und das ist auch eine schlechtere. Alles klar. Können wir das von Ole erstmal austauschen? Also, hätte ich genau da gerade eben tun können, ja. Macht die noch mehr Damage? Nochmal gucken. Du hast Ice Damage M, Frostbite und Speeddom alles M. Und du hast das unterste nicht. Speeddown M. Okay, dann hat die zwar viel Qualität, aber bringt sonst nichts. Nee, alles klar. Dann behält Olias seine. Na. Ne, komm, dann machen wir nur noch diese Diamond Golems. Die sind wo? Wahrscheinlich hier, ne? Monster. Ist auf jeden Fall ein Bossgegner. Wir kennen es noch nicht. Das ist der Superboss. Sind die Diamond Golems möglicherweise nur bei Eis hier? Wir haben ja Sonnenschein. Ich kann den nur auf Regen umstellen. Hier
kann ich ganz viele Sachen sammeln. Aber die Diamond Golems sind nicht hier. Jetzt komme ich da aber nicht rüber, ne? Oder doch? Kann sein, dass ich da rüberkomme. Ah, hier wäre. Ah, ne, hier ist immer noch Regen. Ja. Deshalb leuchtet das auch so. Mal hier soll ich Sachen sammeln. Oh, was Neues. Ach, Octoshroom war was zum Sammeln. Alles klar. Ich dachte mal, das wäre so ein Monster. Naja, so kann man sich irren. Warte mal, was ist das? Nichts Spannendes, okay. Oder doch? Nee. Warum kann ich da nochmal rüber? Ist da irgendwas? Nein. Naja. Hey, und jetzt sind die Octoshrooms alle weg? Also ne, Entschuldigung. Die Sammelhand ist weg. Natürlich kann ich noch mehr sammeln. War nur gerade eben kurz schockiert. Plasmin. Ich will jetzt hier noch weiter sammeln, weil die Octoshrooms ja doch eher selten sind. Und auch dieses Plasmin kann ich mich sonst nicht daran erinnern, das irgendwo anders schon mal gesehen zu haben. Und das auch, dieses Sternchen-Ding da. Leider kann es abbekommen. Guck mal, hier gibt es auch den Einsiedler-Lotus. Und hier nehmen wir das nochmal mit. Okay, das stand sogar noch auf unserer To-Do-Liste. こういう神秘的な力、誰も持ってるのかしら。
Okay. Das, dann haben wir alles. Ja, sammeltechnisch hat sich das heute auf jeden Fall gelohnt. Ein Undinenseufzer in der Flasche. Ja gut, können wir ein bisschen was Neues craften. Ich denke, das steht jetzt auch an. Vielleicht gehe ich zwischendurch noch mal ein bisschen Zeug sammeln in den Gebieten, in denen wir schon waren, und dann müssen wir nächste Folge noch mal sehr, sehr viel craften, arbeitsintensiv. Die ganzen Sachen, die wir schon mal hergestellt haben, also die ganzen Zwischenprodukte hier, die müssen wir jetzt noch mal machen in gut, jetzt wo wir einen tollen Kessel haben, wo wir geile Zutaten haben. Da können wir alles viel bessere Sachen herstellen. Okay. Also dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.